bis ganz zum Ende. War es unfassbar spannend im Zehnkampf der Herren. Simon Ehammer bis ganz zum allerletzten Ende. War es unfassbar spannend. Jetzt ist es Silber. Wie fühlt es an? Unglaublich. Ein großes Ziel geht oder ein großer Traum geht in Erfüllung. Ich sag, an der WM war es die Medaille im Weitsprung. Aber der Zehnkampf ist schon meine Leidenschaft und da war sicher das Ziel eine Medaille. Und ja, Haken und unglaublich. Am ersten Tag hat man irgendwie den Eindruck gehabt, okay, passt, das ist eigentlich nicht mehr einzuholen, auch für Niklas Kaul. War Ihnen immer klar, nein, vorbei ist erst, wenn es vorbei ist? Nein, das war schon klar, weil der Niklas, der hat in Doha ein riesen Aufholjagd gemacht, noch viel größer als jetzt da. Aber ich sag, ich habe natürlich mit dem Diskus am Speer schon Punkte liegen gelassen, wo ich sagen muss, ja, wenn die Defizite dann weg sind, dann hat er keine Chance mehr. Nein, aber es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben auch, bevor wir gestartet haben, gesagt, war ein geiler Wettkampf, hat Spaß gemacht und der Bessere gewinnt, er hat es verdient. Und wie gut sie beide miteinander können, sieht man sofort nach der Ziellinie, wird umarmt, wird miteinander geherzt. Wie ist auch dieser Zusammenhalt, den man jetzt ja auch rund um die Verabschiedung von Ada Abele noch einmal gesehen hat? Ja, das ist der Zehnkampf, das macht es aus. Es ist einfach noch ein bisschen persönlicher und ein bisschen freundschaftlicher als jede andere Disziplin. Und ich sage, ja, man freut sich für jeden mit, egal ob man Letzter wird oder Erster wird. Und wenn natürlich so ein Großer wie der Arthur geht, für mich war es eine Riesenehre, dass ich noch ein Jahr mit dem starten habe dürfen. Und ja, lasst man ihn auch gebührend feiern.